Moin Moin und herzlich willkommen in Graz. Heute Abend habe ich mich kurz dazu entschieden, kurzfristig sozusagen, noch eine Runde zu fliegen. Und jetzt habe ich gerade mal geschaut, wo ist denn überhaupt was los auf VATSIM? Denn ich möchte ja nur noch auf VATSIM fliegen. Zumindest aber in jedem Fall nicht mehr mit dem Microsoft Standard ATC, weil das geht mir nur noch auf den Puffer. Deswegen lassen wir das einfach. Und ja, deswegen sind wir heute jetzt in Graz. Und ja, so sieht das hier aus. Das ist aber nur die Standard-Scenery. Also bitte nicht wundern, es sieht ein bisschen trostlos aus. Und wer jetzt so eine gewisse Unschärfe da drin erkennt, ja, das liegt natürlich am Drohnen-Fokus-Modus, den ich hier gewählt habe. Ja, sieht ein bisschen cinematischer aus, hätte ich fast gesagt. Na, Passagiere sind gerade raus, die alten. Und ja, hier wird gerade entladen und dann kommt gleich der zweite Passagierbus und wir werden ja heute mit der Eurowings eine reale Flugroute dann von Graz in Richtung Düsseldorf fliegen und nicht nur in Richtung, sondern wir werden da auch landen. Tja, und ich begrüße alle, die schon dabei sind. Schön, dass ihr reinschaut und ja, nehmt einen... Mit eurem Boarding-Ticket nehmt Platz, lasst euch die Erdnüsse reichen, kleines Softgetränk dazu und ja, wenn euch die Schwester, hätte ich gerade fast gesagt, wenn euch die Stewardess dementsprechend verarztet hat, dann könnt ihr auch sehr, sehr gern ein Like unterhalb des Videos dalassen. Würde ich mich drüber freuen. Ja, in jedem Fall starten wir hier quasi auf der Rückseite des Alpenvorlandes. Ja, ist nicht ganz Innsbruck, ne, mit den großen Bergen, wie auch immer. Ja, starten wir heute hier aus Graz, weil das, wie gesagt, eine der Routen ist, die wir... Ja, die es real auch gibt. Ne? Das ist der große Hintergrund, warum wir das hier heute so machen. Ich blende euch mal ganz kurz ein, wo wir denn überhaupt sind und wie das Ganze denn ausschaut. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz hier genau das wieder ausmachen. Wir sind hier vorne, also in good old Austria, Österreich, in Graz. Ne? Hier hinten Salzburg, Berchtesgadener Land, da geht auch schon München hier vorne los, Pöcking da hinten, Linz, Innsbruck hier vorne. Und ja, wir fliegen hier einmal diese Strecke und werden dann wahrscheinlich auf der 23 Left landen. Mal gucken. Ich schaue auch gleich nochmal rein, wie das Ganze denn bei VATSIM derzeit aussieht, damit ihr das auch noch einmal sehen könnt. Heute habe ich das nämlich einfach mal angeworfen und habe das hier auch eingerichtet. So, das müsste man jetzt sehen hier an der Stelle. Ich gucke nochmal, hier muss man mit der rechten Maustaste auf den Knopf drücken. Und ja, wir befinden uns jetzt leider Gottes hier hinten außerhalb des Ganzen. Vorhin war Vienna Radar war noch online, als ich mir das rausgesucht habe. Jetzt ist Vienna leider nicht mehr da. Aber gut, was soll man machen? Irgendwas ist nun mal immer, ne? Und ja, aber dafür haben wir München Radar da und wir haben Langen Radar da und wir haben sogar Bremen Radar da. Also und in Düsseldorf ist auch noch was los. Es ist also ein bisschen was los und das finde ich doch schon mal wieder sehr, sehr gut. So, dann schalte ich noch einmal das Audio von unserem ja, Flugsimulator dazu, damit wir da auch das ein oder andere sehen bzw. hören. Sehen tun wir ja auch so, ohne Sound. Ne? Aber mit Sound ist das Ganze natürlich noch mal viel, viel schöner. So, und da er schon dreimal geschrien hat, ich wollte gerade sagen, was passiert hier? Ja, da vorne kommt der Catering-Truck an. Da er schon dreimal geschrien hat, dass wir doch bitte dem Tankmenschen jetzt Bescheid sagen sollen, dass wir tanken können, machen wir das auch. 162 Passagiere an Bord und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz raus zu unserem Tankfahrzeug. Was sich hier vorne auch gleich hingestellt hat. Also hier passiert wieder alles parallel. Ja, und der hat das diesmal sogar dabei. Na, also, der nette Mensch hier, 3-Tage-Bart, ExxonMobil, Jet A1 tanken wir natürlich. So, Drone Speed machen wir mal ein bisschen runter, genau wie den Rotation Speed.
So, und jetzt sieht das doch schon besser aus. Ja, oh Gott, jetzt ist der Rotation Speed zu langsam, meine Herren. Also, machen wir den mal eher so auf 20. Ja, könnte noch ein Ticken schneller sein. Ja, so ungefähr. Also, läuft. Während hier gleichzeitig die wunderbaren... Nein, möchte ich nicht. Die wunderbaren Trolleys reingebracht werden. Er seinen Kopf einzieht und ja, auch hier können wir mal ganz kurz reingucken. Hallo, wie viele Trolleys haben wir denn noch? Aha, da leuchtet sogar die Sonne von hinten durch. Das ist ja spannend. Und gucken wir doch mal hier. Aha, guten Tag. Ach, so sieht das also von innen aus. Ein Flugzeug, verrückt. So, und das wäre der Weg, den wir nehmen würden, wenn wir hier runter gingen. Und dann stünden wir hier. Ja, den Weg haben wir aber schon genommen. Von daher stehen wir ja schon hier drin. Und jetzt machen wir mal die Displays eben an, dass wir auch was sehen. Ja, und tatsächlich bin ich auch noch nie aus Österreich gestartet. Och, was ist denn hier schon wieder los? Ja, gestern ist mir leider mein Flugsimulator abgestürzt. Weiß nicht, woran es lag. Es gab auf einmal einen Grafikkartenfehler und ja, das war nicht ganz so gut. René, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Willkommen in München, wollte ich gerade sagen, in Graz. Ja, zum Wohl. Lass es dir schmecken. Ich habe mir einen spanischen Rotwein aufgemacht. Hatte ich gestern Abend ja auch. Da war es vielleicht kein gutes Omen. Vielleicht ist es jetzt auch keins, aber es wird heute hoffentlich klappen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Prima, dann fangen wir einfach mal an mit unserer Routine. Schauen wir also mal hier oben rein. Also machen erstmal das Integrated Light Overhead ein bisschen breiter, heller. So, dann, das habe ich schon angemacht. Seatbelt Signs, die können auch schon mal wieder angehen. Crew Supply geht an. Dann machen wir natürlich an einmal unsere NAVs. NAV 1, NAV 2 und BAT. Und NAV 3. So, dann sind wir mit dem ersten Schritt schon mal durch. Das passt. Gucken wir ins ATC-Menü. AOC, Flight Init, Initialize. Und wir haben die Flight-Nummer. Eurowings 316. Achso, hat er automatisch drin. Na klar, aber das können wir hier bei der eintragen. Während wir auch hier den Initialize Request durchführen. Ja, René, ich hoffe, dir geht's gut. Und du hattest ein schönes, hoffentlich entspannendes Wochenende. Das wäre ganz, ganz toll. Ich hatte ja erstaunlicherweise viel Freizeit, weil meine Frau Besuch von zwei Freundinnen hat, die immer noch da sind. Und ja, die schauen jetzt einen Film im Wohnzimmer und ich habe mir gedacht, nee, da setze ich mich nicht dazu. Da gehe ich lieber in mein Arbeitszimmer und mache hier irgendwas anderes. Irgendwas, was Spaß macht. Fliegen in dem Fall. Ja, bin ich sehr glücklich drüber. Einmal Glück gehabt, ein Wochenende. Ich sag, kommt jedes Wochenende wieder, dann kann ich hier fliegen, wie ich möchte. Also, CI, haben wir eine 8. Zack. So, und dann gucken wir natürlich auch hier rein. Und suchen uns das Zero Fuel Weight raus. Das liegt heute bei 61,3. Und Blockflügel bei 6,8. So, das tragen wir da erstmal ein und dann sind wir damit schon mal auf der sicheren Seite. So, dann müssten wir jetzt auch anfangen. Ja, GSX macht das nicht alles von alleine. Request Boarding. Boarding requested.
Denn hier draußen ist schon wieder alles in Ordnung. Fast alles in Ordnung. Also jetzt kommen... Ach, guck mal, da steht neben mir einer. Das könnte doch glatt wieder Jan sein. Von der Farbe her würde ich sagen, es ist Jan. Na, ich hatte gestern noch das neue FSLTL installiert. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das vielleicht zu meinem Absturz geführt hat. Deswegen habe ich es heute wieder rausgeschmissen. Also sehe ich hier auch keine Liveries dabei. Und mal gucken. Ah, René hat ständig Arbeit am Hals und seine Frau passt auf, dass ihm dabei nicht langweilig wird. Ja, das ist natürlich der gängige Weg, sage ich mal. Ne? So sind sie, unsere Frauen. Ja, Jan, du bist wieder gelb, weil ich das andere Tool wieder deinstalliert habe. Da will ich erst mal gucken, ob das jetzt wirklich daran gelegen hat oder nicht. Und habe mir jetzt gedacht, ah, komm. Fliegst du heute nochmal ohne, auch wenn du gelb bist. Aber schön, dass du da bist und dass wir hier zu zweit wieder nebeneinander stehen. Das ist ja schon wieder herausragend. Da freue ich mich wirklich sehr. So, da kommt der Crewbus. Und während der kommt, mache ich hier natürlich schon mal weiter. Ne? Also wir haben natürlich NAV Logo Light bereits on. Seatbelt Signs sind on, da freuen sich alle drüber. Dann laden wir jetzt den Rest. Ne, warte, ich mache das wieder so, wie sich das gehört. Laden wir den Rest hier rein. Import Root, genau, so wollte ich das machen. Da haben wir es. Und dann können wir uns hier auch die Ground Charts nochmal angucken. Also, was steht denn hier beim Airport überhaupt? Aha, ist relativ kurz und knapp. Ist ja auch kein so großes... Ja, kein so großes, großer Airport. Parking Stands haben wir hier. Ich stehe auf der 2, Jan steht auf der 3. Dann gucken wir mal bei Departure rein. Das mache ich aber jetzt auch noch einmal ganz kurz im Navigraph. Und gucke mir das da auch noch mal im Detail an. Und natürlich nehme ich euch da auch noch mal mit. So, also, wir befinden uns ja wie gesagt hier hinten. Airport Information, das ist genau die gleiche, die wir gerade auch gesehen haben. Genau wie das. Na, klar, wenn sich das jetzt unterscheiden würde, dann wäre es merkwürdig. Und wir wollen über die Milk 5 Uniform abfliegen. Das ist in Ordnung. Runway 34 Charlie. Ja, gucken wir mal rein, was denn der Computer sagt. Was wir heute hier überhaupt zu erwarten haben. Ja, leider Gottes ist die 8 offline. Ja, ist halt so. Aber ich denke, dass die QLEZ, einen wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und du hattest ein schönes Wochenende. Ich hatte ja quasi sturmfrei und konnte hier machen, was ich wollte. 34 Center bitte. Müssen hier wieder Backtrack machen. Ja, von mir aus sehr gerne. Nehmen wir die 34 Center. Habe ich hier, glaube ich, auch ausgewählt. 34 Center, genau, ist da auch ausgewählt. Und wir nehmen die Milk 5 Uniform als Abflug. Und ja, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Prima, dann ist das schon mal drin. Dann können wir hier vorne auch direkt weitermachen. Während die ersten Passagiere hier hereinströmen. Da sind sie, die Burschen und Damen. Hat keiner eine Lederhose an. Herausragend. Sorry. Manchmal muss ein bisschen Spaß sein. Alles super bei QLZ, aber Bochum hat verloren. Ja, ja. Dafür hat Bonn gewonnen. Na, also, ich bin ja da eher Basketball-Fan. Aber da muss ich dir dann, ja, mein Beileid wahrscheinlich aussprechen, dass Bochum verloren hat. So, und in Düsseldorf, wo wir heute hinfliegen, gucken wir auch mal rein, wird es vermutlich, wenn ich mir das so angucke, wird das vermutlich über die Domotut Golf Arrival eins von denen hier werden. Wahrscheinlich ILS 23 Left.
Könnte ich mir vorstellen. Von mir aus auch wieder Bot. Nee, Bot wollen wir nicht. Warte, da können wir uns dann auch nochmal anzeigen lassen. Wir kommen ja hier vorne rein. Dann hätte ich eigentlich ganz gerne, was ist das? Domo 2 Golf. Was ist denn mit dem Blauen hier? Eigentlich bin ich ein Freund davon, das hier so anzufliegen. Aber wir können natürlich auch hier die... Domo 2 Golf. Und dann hier vorne über ILS Runway 23. Ja. Passengers Bus is coming. So, Insert. Haben wir drin. Very well. Gut, dann mache ich das wieder aus, das Fenster. Und dann sehen wir da auch was. Alles gut, Abstiegskampf ist auch eine tolle Sache. Fliegst du über das gute Ruhrgebiet rein? Nee, vermutlich werden wir diesmal nicht über das Ruhrgebiet reinfliegen, sondern wir kommen von Osten, sozusagen. Warte, ich blende es nochmal ganz kurz ein. Dann sehen wir das nochmal von der Strecke her. Also wir kommen hier wahrscheinlich über, ja, Stadt Allendorf, Bad Berleburg, Soest und dann hier Hagen natürlich und mal gucken, wie uns dann, falls dann noch wer da ist, der Tower oder Approach leitet, könnte Dortmund, Bochum natürlich auch mit drin sein. Ne? Also klar, Ruhrgebiet ein bisschen, ist ja immer in Düsseldorf, ne? Aber ich weiß nicht genau, ob wir jetzt tatsächlich über Dortmund fliegen, Bochum, Herne oder ob wir ja hier unten eher über Hagen fliegen und dann relativ zeitnah hier den Turn machen. Kann ich dir noch nicht ganz genau sagen. So, welche Computer-Specs habe ich? Ja, das ist immer wieder eine gute Frage. Also, ich habe einen AMD Ryzen. Warte, ich guck mal eben. 5900X. Genau. AMD Ryzen 5900X. 32 GB RAM habe ich da drin. Aber den schnellen RAM. Dann habe ich, ich glaube, 4 Terabyte von diesen relativ schnellen SSD-Karten da drin. Und eine RTX 3080 Ti als Grafikkarte. Ja, Ryzen 5600 und eine GTX 1060. Ja, das ist natürlich ja doch schon weniger, ne? Also so läuft es schon relativ flüssig, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist Jan auch schon wieder viel, viel weiter als ich, weil der es auch wieder viel, viel konzentrierter macht als ich. Ne? Jan steht ja da hinten in der gelben Maschine, also eigentlich auch nur Eurowings, nehme ich mal an. Jan, kannst du ja nochmal reinschreiben in den Chat, ob du auch mit Eurowings fliegst, aber ich würde fast davon ausgehen. So, und da wir hier nichts haben, machen wir das jetzt wie folgt. Das Boarding war ja abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier an der Stelle auch bereits das komplette Gewicht eingetragen. Die Eurowings 1 Papa Juliet fliegt da. Okay. Also, Zero Fuel Weight ist 60,1. Das hatten wir auch drin. Dann haben wir 31,2. Das tragen wir eben noch ein. Hier bei Init natürlich. So. 31.2. Ah, komm. Punkt 2. Genau, dann haben wir das drin. Dann gehen wir auf die Performance Page. Wir nehmen die 34 Charlie. Synchronous Load Sheet, Synchronous Wetter und... Achso, warte, ich mach das mal. Er macht wieder die optimale. Also, aber mittlerweile müsste es klappen. Ja, okay. Flaps 1, Down 02, 147, 149. Und die 149. Genau, dann hatten wir die
1. Down. 0.2. Die kommt hier hin. Temperature 64 und die 2090. 64. Ja, kommt fast hin, aber nicht wirklich. Ne? 2090 / 2090 kommt dahin und dann hätten wir die 2090 noch an dieser Stelle und sind soweit safe. Flight Plan gucken wir uns natürlich auch noch an. Einmal schnell durchgeschaltet, ob wir hier auch alles drin haben und keine Flight Plan Discontinuity. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Als Alternate habe ich Hannover eingetragen. Da haben wir eine Discontinuity drin, aber das ist nicht schlimm. Da werden wir eh nicht hinfliegen. Und wenn, dann schalten wir eben kurz vor noch um. Constraints gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Hier nur über 3500 sein. Ja, das kriegen wir hin. Und ja, Rest sieht gut aus. Dann schaue ich hier nochmal rein, weil da stand doch zumindest ein bisschen was von Temperatur und Wetter. Also, wir haben Q&H 1018. Und da drüben machen wir das auch noch. Ach, herrlich. Wirklich herrliches Wetter hier. QLEZ wird gleich wieder vorbeischauen. Ja, schönen Start oder guten Start wünscht er uns. Freue mich drauf, wenn du wieder reinschaust. Und ja, alle anderen, die gerade da sind und noch nicht auf den Like-Button gedrückt haben, macht das doch sehr, sehr gerne. Je mehr Likes, desto besser ist es. Ne? Ist ja immer ganz einfach. Prima, dann habe ich doch eigentlich fast alles erledigt. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz rein. Wir haben eine Company-Message bekommen. Received Messages. Das ist das Final Load Sheet. Das acknowledgen wir einmal. Also 60.1, 60.7 ist es Final. Also gemäß denen, wir hatten jetzt 60.1 drin. Das passt, denke ich, auch. Und 31.2 passt auch. Mass and Balances gucken wir nochmal rein. Ja, 60.7. Okay, dann machen wir das. Passen wir eben nochmal ganz kurz an. Wollen ja hier auch nicht. Ah, warte. So. Dass es falsch ist. Prima, dann haben wir es jetzt. Und ich wäre soweit für den Start. Ich gucke mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Aha, also alles ist zu. Alle sind happy. Das heißt, die Passagiere sind bereits eingestiegen. Wir schalten natürlich unsere APU eben noch ein. Ich gucke auch, genau, da ist es schon dran. Start. Wo sitzt du eigentlich? Du hättest gern einen Fensterplatz. Das ja, das ist eine gute Frage. Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken, ob wir den richtigen Platz für dich finden. Also, möchtest du gerne vorne in der Economy Class sitzen oder möchtest du gerne weiter hinten in der Economy Class sitzen? Ich präferiere ja meistens so einen Platz hier am Flügel, wo man dann auch noch so ein bisschen was sieht. Ja, wie die Flaps rein und rausfahren. Das ist immer ganz nett. So, dass man auch sieht, wie die Checks dann gemacht werden und so weiter. Das finde ich immer ganz cool. Na, im Drohnenmodus ist es leider immer noch so, dass wir hier gar nichts machen können. Weil, ja, da sind alle Eingabegeräte eben nicht dabei. Rechts über dem Flügel. Gucken wir mal. Hier so ist der Black, ist der Blick genehm. Also mir würde gefallen, der Blick. Und Board Entertainment System gibt es hier leider nicht. So, also, das haben wir. Wir können jetzt dementsprechend APU Bleed hinzuschalten. Wir machen natürlich noch unsere Fuel Pumps an. Und diesmal können wir ja auch rausrollen, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Dafür haben wir ja extra diese gelbe Linie hier vorne. Und bei den Ground Services, na, ich weiß nicht, warum jetzt der Pusher steht. Bei den Ground Services, ja, müsste man wieder einstellen. Ne? Also ist jetzt wieder GSX geschuldet.
können wir die GPU jetzt auch gleich wegpacken. Wenn hier vorne gleich steht, dass die APU available ist, das ist sie, sehen wir auch daran, dass da available steht. Heißt, wir machen die External Power off. Dann kommt das weg und na klar ist das Beacon Light on. Und ja, wenn ihr mich fragt, Jan, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Wenn ihr mich fragt, können wir los? Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, ob bei Watsim sich irgendwas getan hat. Mag ja sein, dass in der Zwischenzeit doch noch wer in Vienna online gegangen ist. Ich vermute aber, das ist nicht der Fall. Ja, Jan, und wenn du magst, dann kannst du heute vor. Dann folge ich mal, weil du hast das ja mit Watsim deutlich besser drauf als ich. Und dann kann ich da auch noch ein bisschen was von lernen. So, Jan ist auf jeden Fall dabei. Ist auch fast fertig, sagt er. Und ja, das hört sich doch ganz gut an. An der Stelle nochmal eine kleine Werbung zwischendurch. Na, wenn ihr Lust habt, kommt auch auf meinen Instagram-Account und folgt mir da. Da bin ich in der Regel dabei, hier anzukündigen, wenn wir hier fliegen. Ja, und manchmal klappt es halt auch nicht so wie heute. Aber ich bemühe mich immer wieder. Ich bemühe mich immer wieder, es zu tun. Prima. Und natürlich das Like nicht vergessen unterhalb des Ganzen. Ja, dann würde ich sagen, geht Engine One on. Wir gucken auch hier nochmal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass die hier stehen, die Burschen. Der Schlepper da vorne drin. Beziehungsweise der Pusher. Ja, und für Jan müsste ich eigentlich auch schon vorab wegfahren, ne? Also, ja, das ist schon wieder blöd hier. Ich meine, ich kann mich auch rauspushen lassen, aber eigentlich gibt es ja dafür extra das Ding. Prio, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in Österreich. Vielleicht kann ich GSX ja auch wegmachen, irgendwie. Nee, geht es gerade nicht. Aber okay, ist nicht schlimm. Engine One. So, fährt hoch. So, 22. N2. Also ich höre die Maschine, wie sie langsam aber sicher hochfährt. Ach, was ein schönes Setting hier. Guckt euch das an. Also ich bin ja immer wieder verliebt in diesen Microsoft Flight Simulator. So, und dann sind wir doch schon fast for available. 380... 400. Aber heute fährt er eigentlich ein bisschen langsam hoch, habe ich das Gefühl. Ja, Prio, herzlich willkommen. Ich hoffe, zumindest das erste Mal im Chat mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Hoffe, du hattest auch ein schönes Wochenende und bist bereit für einen kurzen Flug nach Düsseldorf. Über Alpenpanorama und all das, was dazugehört und all dem, was dazugehört. Ist denn hier schon wieder los? Jetzt hängt er hier doch gerade tatsächlich bei 335. Hm. So, Engine 2 on.
Ach, du bist vorhin in Graz gelandet. Was für ein Zufall. Ja, tatsächlich. Was für ein Zufall. So, also wir wollen von der Center starten. 34 Center. Das sieht soweit ganz gut aus. Also es hört sich zumindest ganz gut an. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Maschinen beide hochgefahren sind. Ich blende euch noch mal ganz kurz Navigraph ein, dass ihr das auch seht. Also das hier ist die 34 Center. Wir stehen hier vorne. Das heißt, wir rollen gleich hier über Delta 1 Bravo hier vorne hin und machen dann das Backtrack, wie es so schön heißt. Ja, Fachbegriff habe ich von Jan gelernt. Und ja, beide Maschinen sind available. Das hört sich doch schon sehr, sehr gut an. Ich wäre soweit. Ich hoffe, Jan ist es auch. Ah, sehr gut hier. Die anderen Dinger sind auch endlich weggefahren. Heißt, hier draußen ist jetzt keiner mehr. Jan rollt auch schon. Sehr, sehr gut. Das Schöne ist, Jan guckt ja auch parallel zu. Das heißt, er kann sich selbst hier auch sehen, auch wenn er hier gerade gelb ist. Ne? Das liegt jetzt daran, dass ich das persönlich nicht anders eingestellt habe. Hatte bis gestern das FS-LTL installiert. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil mir gestern das Ding abgeschmiert ist, ob es vielleicht daran gelegen haben könnte. Und ja, wir fahren gleich über Bravo, dann auf die Bahn und gucken mal, was passiert. Ich schaue auch noch mal ganz fix rein bei Watzby, ob denn hier bei uns irgendwo was los ist. So, das zeige ich euch jetzt auch noch mal. Wir sehen das hier vorne, wir haben zwei Departures. Das ist einmal Jan und das bin ich. Eurowings 316 und die Golf 1 Papa. Ja, und es ist derzeit niemand im Anflug. Sieht also ganz gut aus. Prima, damit wir den Anschluss nicht verpassen an Jan, würde ich sagen, packe ich jetzt meine Beine mal auf die Pedale. Und dann würde ich meinen, geht's los. Taxi Light on, Runway Light on. Strobe lassen wir noch an, aus. Wing brauchen wir eigentlich nicht, mache ich trotzdem schon mal an. So, und der Rest sieht gut aus. Und dann rollen wir los. Ja, mit Watzim, muss ich dir gestehen, habe ich auch erst vor kurzem angefangen. Also, das ist jetzt vielleicht mein insgesamt sechster Flug auf Watzim. Aber ich war den Microsoft Flight Simulator ATC einfach leid. Genau, Jan hat recht. Ich muss natürlich noch auf Unicom gehen. Das mache ich auch noch mal eben. Warte. Drücken wir hier noch mal ganz kurz drauf. 122.800. So, jetzt sind wir drauf. Und hier ist ja heute relativ tote Hose. Ja, abgesehen von den Feuerwehrfahrzeugen, die hier wieder durch die Gegend fahren und wilde Sau spielen. Ich habe hier Vorfahrt, Entschuldigung. Ja, und Jan hat das bestimmt schon wieder gesagt auf Unicom. Er funkt ja da auch immer. Und also ich habe mich am Anfang auch nicht getraut und habe gedacht, ach komm, dann schreibst du das lieber hier in den V-Pilot, also den Client, den man dafür braucht, um auf Watzim zu fliegen. Schreibst du es da lieber in das Chatfenster rein. Aber warum? Na, wir funken ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so.
Na, während die Feuerwehr hier Feuerwehrballett spielt mit ihren Löschwagen. So, und dann bleiben wir erstmal hier stehen. Und dann gucken wir mal. Keine Ahnung, ich habe jetzt Jan nicht gehört, was er gesagt hat. Ich probiere das einfach mal auf meine Art und Weise. Mal gucken, ob das klappt. Eurowings 316 Graz Airport, Holding Point, Bravo, Backtrack Runway 34 Center, Departing After Company Airline. Number 2. Irgendwie so. Ob das wirklich richtig war, keine Ahnung. Graz Traffic, hier übrigens von Papa Departing, Runway 34 Center, Graz Airport. Siehst du, so hört sich Jan an, wenn er das macht. Wir machen jetzt schon mal unsere APU aus. So, und dann können wir mal gucken, wenn Jan da gleich dran ist. Ich mache schon mal die Vorbereitung hier weiter. Das heißt, die Autospoiler gehen schon mal rein. Autobreak auf Maximum. Und jetzt gucken wir mal zu, wenn Jan da gleich angeschossen kommt. Da vorne ist er. So, ich pack das Fernglas mal aus. Und dann fliegt er da. Oh, da ist sogar noch ein Tankfahrzeug auf der Start- und Landebahn. Und er ist in der Luft. Gut, haben wir nicht viel von gehört, von seinem Sound. Und wir rollen. Eurowings 316 Backtrack, Runway 34 Center. Ja, keine Ahnung, warum jetzt der Wagen da meint, stehen zu müssen. Also der Tankwagen werden wir gleich auch einmal durchrollen. Ja, finde ich eigentlich immer ganz spannend, ne? Die Flughäfen, die hier tatsächlich noch diese Backtracks haben. Ja, sauber gestartet, der Jan, absolut. Jan ist auch ein Profi. Ich lerne auf diesem Kanal mittlerweile so viel von den ganzen Zuschauern und die, die hier im Chat schreiben und Kommentare geben oder jetzt wie Jan auch mitfliegen. Na, also die regelmäßig dabei sind, ist natürlich Berti, der auch mit seiner Virtual Airline natürlich große Erfahrung hat. Oder der Aviatress, unsere Pilotin in Real Life, die ja auch gerne ab und zu mal reinguckt und von der ich auch ganz, ganz viel lerne. Ja, und jetzt seit neuestem auch Jan, der sehr, sehr viele gute Tipps und Kommentare, vor allem hier auch auf VATSIM. Ne? Wie verhalte ich mich auf VATSIM und wie fliege ich da richtig, was muss ich machen? Ist schon super. Und bin ich auch immer sehr, sehr dankbar drüber.
So, jetzt habe ich neulich gelernt, dass eigentlich die Höchstgeschwindigkeit 25 Knoten am Boden sind. Ich weiß gar nicht, wer mir das wieder gesagt hat. Via Trest sagte auf jeden Fall, sie würde maximal 30 fahren. Na, und da sie ja selber auch im A320 sitzt, würde ich meinen, kann man ihr da schon mal vertrauen, dass dem auch so ist, auch wenn 25 offensichtlich die Höchstgeschwindigkeit ist. So, da stehen wir auf der Bahn. Dann machen wir die letzten Checks. Lichter gehen an. Wir sagen hinten nochmal Bescheid. Hier sieht soweit eigentlich alles in Ordnung aus. Na, das sieht alles gut aus. Dann machen wir Chrono an. Das vergesse ich nämlich sonst immer. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit und können abheben. So. Festhalten. Es geht los. Oh. Warte, ich sehe nichts. So ist vielleicht besser. Prozent. Und los geht sie, unsere Reise. Ja, absolut. Trio. Absolut richtig. Unbezahlbar, wenn man solche Leute hat. Was ich in den letzten Wochen alles gelernt habe, wirklich spitzenmäßig. Und auf WhatsApp kann ich dir nur sagen, sind alle super, super nett. Gestern bin ich von Menorca nach Barcelona geflogen. Oh Gott, da steht noch einer. Habe ich mich jetzt erschrocken. Rotate. Hätte ich fast mein B1 verpasst. Positive Climb, Gear Up. Oh, sieht das wieder schön aus. Autopilot geht rein und kann nicht anders. Wir müssen rausgucken. Es sieht einfach nur spitzenmäßig aus. Zumindest kurz. So, Thrust Climb, Auto Thrust. Wir steigen schon mal durch. Und da wir niemanden haben, der uns hier leitet, gehen wir direkt mal auf unsere Reiseflughöhe. 32. Ja, und wie du siehst, habe ich jetzt wieder vergessen, kurz Bescheid zu sagen, dass wir gerade starten, so wie der Jan das gemacht hat. Ah. Irgendwas ist aber immer. Irgendwas ist aber immer. So, hier sollten wir über 3500 sein an dem Punkt. Speed nimmt zu. Wir sind bei 3,5 gleich. Und schauen einfach nochmal aus dem Fenster, wie schön das hier aussieht. Kurve. Und wir sind in der Luft. So, allerdings ist tatsächlich erst München Raider das nächste, was da ist. Jan ist schon einen Ticken vor uns, das ist aber nicht schlimm, das ist ganz normal. Also Milgo hat er schon erreicht. Das wäre dann unser nächster Punkt. Gucken hier mal rein. So, 20 haben wir drin.
15 nautische Meilen davor. Und ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben die 5000 überschritten. Ich denke, das gilt auch für Österreich, dass Standard-Barrow bei 5000 gesetzt wird. Das ist in Ordnung. Dann machen wir schon mal aus die Runway und Taxi Turnoff Takeoff Lights. Ach, und dann können wir gleich natürlich auch schon mal unser... Ach, guckt euch das an. Ich bin schon wieder verliebt. Können wir gleich auch schon mal unser... Landing Light ausmachen. So, Jan schreibt es gerade. 21:30 Landing Approach in Düsseldorf ist leider aufgegangen, aber kurz vor Düsseldorf kommen wir zu einem Kumpel von ihm. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Jetzt mache ich noch ganz kurz die Side-Stick-Cam aus, weil die brauchen wir jetzt eben nicht mehr. Und dann können wir das hier schon mal ein Ticken genießen. So, 10.000 haben wir gleich erreicht. Und ja, die Section ist nicht mehr verfügbar. Das ist aber auch klar. Na komm. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir sind ja auf der Route. Ja, genau. Ich habe auch einen Discord-Server. Die Info dazu findest du, meine ich, unten in der Videobeschreibung. Aber ansonsten auch oben rechts auf meiner Kanalseite. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr gerne dazukommen. Bei mir auf dem Discord, da sind wenige Profis. Also Aviatress ist ein Profi. Klar, als reale Pilotin muss sie das auch sein. Und die ist natürlich auch ab und zu mal da, wenn sie Zeit hat. Aber die macht gerade ihr Type Rating auf dem A320. Da fliegt sonst CRJ. Und... ja, ansonsten, Jan ist da mittlerweile ja auch drauf und kann mit Sicherheit auch zum Flight Simulator das ein oder andere, vor allem auch zu Batsim beantworten. Und ja, also es wird größer. Berti ist auch gejoint mittlerweile und es wird einfach gut. So, 10.000 haben wir erreicht. Das heißt, die Landing Lights gehen off. Seatbelt Signs, oh, können wir auch schon mal ausmachen, ist ja ein kurzer Flug. Während wir uns jetzt wirklich einmal draußen umgucken. So, ich bin mal wieder wagemutig zwischendurch und mache jetzt einfach noch mal den einen oder anderen Screenshot. In der Hoffnung, dass mir der Simulator heute nicht abschmiert. Ja, neulich war ich erst in Österreich. So einen wunderschönen 5-Sterne-Ressort und habe mich da umgeschaut, beziehungsweise habe ich mir da 5 Tage lang gut gehen lassen, weil mein Schwiegervater Geburtstag gefeiert und eingeladen hat. Es war schon ein Freund, muss man so sagen. Ja, das war super. Also, ja, leben können die Österreicher. Ich meine, es war mit Sicherheit auch nicht ganz günstig. Vollkommen genommen. Aber, meine Herren, eine Suite, fast so groß wie meine Wohnung, was ich sage. Also, ja, René, hast du recht. Sieht halt einfach geil aus, ne? Das ist mega. Mega, mega gut. Wenn wir uns jetzt die Alpen hier angucken und die schneebedeckten Gipfel sehen.
es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Jan, auf welcher Flughöhe fliegst du denn? Jetzt gucken wir nochmal rein. Jan müsste ja vor uns sein. Ja doch, Jan ist auf 25.000 Fuß. Wenn mich hier mein Programm nicht täuscht. Und er bewegt sich auf München Radar zu. Da auch schon mal rein, wie denn die Burschen da heißen. Und schreibt mir das schon mal auf, dann weiß ich nämlich gleich, was ich schon mal einstellen kann und darf. Also München Radar ist Jan Giller heute online. Auf der 134150. Ja, München Approach wird uns ja heute nicht behelligen, in Anführungszeichen, da fliegen wir dran vorbei. Ja, ich blende euch das auch nochmal ganz kurz an. Ah, okay. So, so ist es wahrscheinlich besser. Ich hatte den Sound mal ein bisschen lauter gemacht für den Start. So müsste es besser sein und so müsstet ihr mich auch besser hören. René, wenn du mir ein kurzes Feedback gibst, ob das so besser ist, dann wäre ich dir sehr dankbar. So, also bei mir sieht es zumindest ganz gut aus. Das, was ich euch jetzt zeigen möchte, also von der Lautstärke her, das, was ich euch zeigen möchte, ist folgendes. Also hier vorne, dieser kleine Punkt, das ist René. Da, Eurowings 1 Papa. Und hier hinten folge ich ein bisschen langsamer, ein bisschen niedriger noch. 20.000 Fuß ich, René knapp 28.000 Fuß. Und hier kommen wir langsam aber sicher in den Bereich von München Radar rein. Na, das sehen wir hier. Der wird uns bestimmt übernehmen und unsere Route führt uns ja hier so lang. Das heißt, wir werden auch bei Langen Radar reinkommen. Da ist Sebastian da und David Kirchner. Und dann haben wir im Tower, haben wir doch noch wen da in Düsseldorf. Warte, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Devin Güder. So, mal gucken. Bei weitem besser. Ja, sorry. Sorry dafür. Aber auch da bin ich dann ab und zu mal auf eure Kommentare angewiesen. Aber das macht ihr ja auch schon genau richtig. So, genießen wir mal diesen Blick hier. Auch mega, mega gut. Wirklich mega gut. Wo sind wir denn gerade? Also, Nationalpark. Oh, ist ja auch immer so klein werden muss. Gesäuse, Nationalpark Gesäuse, so heißt das Ding. Da sind wir gerade drüber geflogen. Und jetzt sind wir über dem Nationalpark Kalkalpen. Unter uns, der kleine Berg hier zur Linken, ist ganze 1937 Meter hoch. Und jetzt geht's in Richtung Ramsau, so nennt sich das. Und dann geht's weiter in Richtung Micheldorf. Links können wir vielleicht gleich noch einen See sehen, der sich, wenn ich rankomme, Traunsee nennt. Ja, und dann geht es jetzt in Richtung Salzkammergut, Vöckelbruck, meine Herren, Ried im Innkreis, in jedem Fall in Richtung Deutschland.
Ja, da hast du recht. Die Frontscheibe von Phoenix müsste auch mal sauber gemacht werden. Aber den Wischlappen haben sie den digitalen noch nicht hier implementiert. Leider Gottes sind mir da die Hände gebunden. Ja, ich hatte auch überlegt, mir ein Upgrade hier für meine Streaming-Ausrüstung zu kaufen. Ach, guck mal, an der Stelle ging jetzt auf einmal der Chemtrail an. Also, für die Verschwörungstheoretiker unter uns, irgendwer hat jetzt gerade auf den Knopf gedrückt und jetzt gehen die Chemtrails an. Ja, naja, in jedem Fall ist es so, dass ich überlegt hatte, mir ein Upgrade zu kaufen, so eine Art von Schiebepultregler hier, um die einzelnen Soundspuren ja besser steuern zu können. Aber das habe ich erstmal verworfen, weil mir das einfach viel zu teuer ist. Was man da wieder an Geld investieren könnte, unglaublich. Ja, die Perspektive finde ich auch ganz cool. Auch ganz cool gemacht, tatsächlich. Ah, blutrot ist der Himmel. Über Österreich und gleich über Bayern. So, aber ich habe das ja nicht umsonst aufgeschrieben, was wir gleich brauchen. Die 134, da können wir schon mal hinscrollen. 134, 150. Und das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung. Man startet irgendwo und denkt, ach ja, wir kommen noch an und dann wird das schon so sein. Aber manchmal ist es halt auch leider so, man startet und der Controller geht einfach offline. Klar, ne, ist ja nicht verpflichtet, da zu sein. Aber manchmal wäre es natürlich schon ganz nice, ne? So, gucken wir mal raus. Also wir sehen jetzt hier zwei Seen. Zum einen den Traunsee, den ich gerade schon mal angesprochen habe. Und dahinter ein bisschen größer, ist der Attersee. Nee, das was... Ah, stimmt gar nicht. Also das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist der Attersee. Der Traunsee muss hier hinten irgendwo weiter sein. Da, da ist er. Genau, hier sehen wir den letzten Auswurf davon. Da ist der Attersee. Boah, mittlerweile sieht das auch echt gut aus, ne? Ich kann mich daran erinnern, als wir mit dem Microsoft Flight Simulator angefangen haben, dass hier alle Lichter irgendwie, wenn man da unten geflogen ist, die hingen irgendwie in der Luft von irgendwelchen Almen und weiß der Geier was. Das macht dann auch keinen Spaß, ne? Also, aber jetzt ist es mittlerweile sehr, sehr gut geworden. So, leichte Bewölkung vor uns. Multiscan, ja, von mir aus. Wird bestimmt richtig sein. Also, noch müssen wir nichts tun. Ne? Aviatress sagt ja immer, sobald Wolken in die Nähe kommen, machen wir NTIs an. Kann ja sein, dass da doch zu viel Feuchtigkeit drin ist und dass wir dann zum Schluss ja doch eine Vereisung kriegen. So wie es aussieht, fliegen wir jetzt gleich in diese Richtung. Aber vielleicht fliegen wir auch unten drunter. Na, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch gleich NTIs einfach an. So, gucken wir mal, wo Jan sich befindet. Und wo wir überhaupt sind. Also, Jan ist schon im Luftraum von München Radar angekommen. Fliegt auf 36.000 Fuß. Wir fliegen nur auf 32.000 Fuß gemäß unseres Flugplans.
Na, können wir aber auch nochmal reingucken. Vielleicht habe ich mich ja auch vertan. Aber ich meine, dass 32.000 Fuß das Cruise-Level war. Ah, 32,4 hier, 32,5 ist das höchste, was wir hier drin haben. Und dann geht es schon abwärts. Ich weiß gar nicht, Jan, hast du dein iPad, falls du eins hast, oder dein Tablet mit dem Phoenix verbunden? Und wenn ja, ist das gut? Ah, und Avia Tress hat immer recht. Zoe, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Siehst du, habe ich gerade von dir gesprochen. Natürlich nur Gutes. Und ja. Und just in dem Moment habe ich Anti-Eyes angemacht. Und ja, na klar, hat Avia Tress immer recht. Welcome. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Auf unserem Weg heute von Graz nach Düsseldorf. Eurowings. Mal eine andere Strecke. Noch nie geflogen. Ist aber mit Sicherheit ganz spannend. Ja, und heute hoffe ich, dass mein Microsoft Flight Simulator durchhält. Ne, gestern ist er leider auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf abgestürzt. Irgendwo über Frankreich. Also nicht der Flieger, aber der Flight Simulator itself. Ah, zufällig gesehen, dass ich streame. Ja. Das ist doch sehr gut. Die zufälligen Begegnungen sind meistens die besten. Vielen Dank. Bist du denn parallel auch am Fliegen? Und Jan schreibt, dass München Radar offensichtlich nicht zuständig ist. Zumindest schreibt er ihn nicht an. Das ist natürlich schade. Wer ist denn da? Jan Diller. Also eigentlich müsste er ja da sein. Aber du kannst ihn ja auch einfach so rufen. Ich weiß, hast du ja gesagt, ne? Never call, be called stattdessen. Aber, ey, wenn der nicht mit dir quatscht, einfach rufen. Dafür ist er ja München Radar, ne? Bisschen rumgekurvt. Ich habe mir den Honeycomb Yoke bestellt und bin und den eben mal ausprobiert. Spitze, den habe ich hier auch zu Hause. Wie findest du ihn? Hast du dir den Alpha Yoke geholt oder Alpha und Bravo, also mit Quadranten? Ja, Jan, dann will der dich nicht. Das mag es schon sein, aber vielleicht willst du ihn ja. Manchmal muss man die Leute auch zu ihrem Glück zwingen. Ja, der Alpha-Yoke. Da hab ich mit Jan gestern auch erst drüber gesprochen. Also ich habe den hier, ich benutze ihn relativ selten, muss ich sagen. Weil ich den relativ groß finde, wenn ich den hier an meinen Schreibtisch montiere. Aber er macht natürlich mega viel Spaß. Ne? Und mit dem Bravo-Quadranten dazu und den Einstellungsmöglichkeiten ist das natürlich schon ein cooles Ding. So, und da fliegen wir doch glatt in Wolken rein. Na, da hat Zoe also recht. Anti-Eyes hat sich hier bezahlt gemacht. René, schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir eine gute Nacht und dann einen guten Start in die neue Woche. Merci beaucoup und dann bis zum nächsten Mal. So, nur den Alpha. Hab noch einen separaten Schubhebel von meinem Joystick und ich muss sagen, dass ich Yoke besser finde als Sidestick. Also bist du eigentlich auch eher für Boeing zu haben? Zoe? Ja, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich Yoke besser finde als Sidestick. Also ich habe auch nochmal überlegt,
ob ich mir den einstelle, den Honeycomb Yoke, und dann mal eine Runde Boeing fliege. Allerdings, ja, na gut. In deinem Fall, als CRJ-Erfahrene, wo du ja auch nur den Yoke hast, in Anführungszeichen nur, ist das natürlich so eine Gewöhnungssache zum Schluss, ne? Ja, genau, siehst du. Das, genau das, was meinte ich gerade, ist eine Gewöhnungssache. Aber wenn du die CRJ jetzt auch im Simulator hast, mit dem Alpha-Yoke, dann hast du ja quasi Heimspiel. So, ich guck mal, wo wir sind. Also, ich bin auch bereits jetzt über München. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn ich den Jan Diller hier jetzt mal hätte. Ich schalte einfach mal drauf. Der Range 26 Golf Charlie, die sind euch selber 110 Royal Taxi. Descent 110 to reach at taxi, our wings at speed Golf Charlie. United 194, contact München, out of 18-025, please. What you waiting, 325, 104, connect. ETS 7-38, contact Stuttgart, arrival 125-05. Ich glaube, der hat uns einfach nicht auf dem Schirm. 15 Golf Alpha Monitor Unicorn 128, tschüss. Sorry, is that for VT 15 Golf Alpha? Affirmative, Monitor Unicorn 128, tschüss. Ich rufe den jetzt einfach. Thanks for the ATC, see you later. Take care. Gravity 989er Descent, Disregard Monitor Unicorn 128, bye bye. Ich habe keinen Flugplan. Oh, ich habe keinen Flugplan. Thanks for the service, bye bye. Da hast du recht. Nachdem da keiner war, habe ich vergessen, den Flugplan zu feilen. Woran hast du denn jetzt gesehen, dass ich keinen Flugplan habe? Guten Abend, China 1024, Follow 300. China 1024, München, Radar, Niao, Identify, proceed direkt ACNAV. Direkt ACNAV, China 1024. München, Radar, Rana 204, very good evening, get flight level 340. Rana 204, München, Radar, Servos, Identify, Squawk 1000. Squawk 1000. Ja, mal gucken. Ich probiere das jetzt einfach mal, auch wenn er es nicht will. Ist mir wurscht. Wo sind wir denn? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Scandinavian 5526, no voice, only static noise. Machen wir es mal so. Wir sind ja Rutno. Also, 23 Nordic Miles Southeast Rutno. Ja, genau. Hab den Flightplan jetzt einfach eingereicht. Ich rufe den jetzt einfach mal. Approved report back. Yes, sir, we're available and back. München Radar, guten Abend. Eurowings 316. 19 miles southeast Rutno, flight level 320. Eurowings 316, München Radar, identify squawk 1000. Proceed direct test to. Proceed direct test to Eurowings. Squawk 1000, Eurowings 316. Ja, Munich, Logan, Scandinavian 526. Flatwood 330, inbound to Oscar, Tango, Tango. Scandinavian 526, München Radar, Servos identified. Squawk 5236, Descent for level 200.
Press for 5236, descending level 200, Scandinavian 526. So, haben wir erledigt. Also, manchmal ist es doch in Ordnung, den Typen auch anzurufen. Ja, wenn es 26 Golf Charlie, Kontext Stuttgart, Arrival 125, das mal 05, ja. 125050, danke für Service, gute Nacht, Wings 26 Golf Charlie. Ciao. Genau, einfach okay. Nachgereicht. Bist du denn diese Woche geflogen, Zoe? Hattest du das Glück oder bist du noch im Simulator unterwegs? Oder kommt das ersehnte Rating jetzt langsam zum Abschluss? Ah, Simaware. Okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht, Jan. Scandinavian 526, proceed direct taxi, expect variable 110 at taxi. Aber es wäre wieder ein weiteres Programm, was noch offen wäre. Scandinavian 526, proceed direct waypoint taxi, Tango Echo Kilo Sierra India, expect variable 110 at taxi. Das ist auch ein guter Hinweis von Aviatress in dem Fall. Also man braucht die Distanz zum Waypoint gar nicht zu nennen. Einfach to inbound Waypoint, nachdem du deine Flughöhe genannt hast. Ja. Habe ich woanders auch wieder anders gelesen, aber das, ja, ich nehme das einfach so. Das macht es ja auch einfacher und schneller, ne? Also, habt ihr ja gesehen, ich habe ein bisschen überlegen müssen, was ich jetzt sage. Denken, drücken, sprechen, haben wir früher mal bei der Bundeswehr gesagt, ne? Ja, und manchmal spricht man noch erst, oder drückt man, bevor man gedacht hat. Ja, und dann kommt sowas bei rum. So, und jetzt gucke ich mal. Also, ich folge Jan immer noch quasi auf dem Fuße. Prio, dir wünsche ich auch eine gute Nacht. Also, er schreibt, ich bin jetzt auch schlafen, schaue mir den Rest morgen an, wünsche noch einen guten Flug und gute Nacht alle miteinander. Prio, einen wunderschönen guten Abend, einen restlichen guten Abend wünsche ich dir. Eine gute Nacht vor allem. Und ja, dann schau den Rest an. Und ja, gerne einen Daumen da lassen. Natürlich ein Abo, falls du noch keins haben solltest. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn du magst. So, gucken wir mal kurz rein. Jan befindet sich hier. Auf 36.000 Fuß, ich hinterher auf 32.000 Fuß. 500 feet or greater to which level, please? 150 Air Fox 6. Hört sich doch ganz gut an. Und als nächstes kommt dann Langen Radar. So, jetzt habe ich ja die Profis wieder da. Jetzt haben wir da zwei stehen bei Langen Radar. Ne? Einmal Jin Central und DK1. Monitor Unicom. Schönen Abend, danke dir, Eurowings 316. So, da sind wir wieder auf Unicom. Umgeswitcht. So, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier rüber. Und wir haben jetzt hier zwei, ne? Also einmal auf der 124725, den Sebastian, C1. Und dann haben wir DK1 Control auf der 125200, David Kirchner, India 3. Was heißt denn das? Welcher ist der richtige für uns? Klar, das sind dann wahrscheinlich die Flugzonen, ne? Oder Kontrollzonen, die damit gemeint sind. Für unten, oben, Mitte, links, hätte ich fast gesagt. Ja, kann ich mir auch anlesen. Aber jetzt sind ja die Experten da. Was ist hier mit unserem Strobe Light? Mann, Mann, Mann.
Ja, und Zoe schreibt, dieses Jahr habe ich noch ein paar Umläufe im CRJ, aber Type Rating läuft nach Plan. Meine Herren, also freue ich mich sehr, sehr für dich. Also freue ich mich wirklich sehr für dich, dass das alles so läuft. Und dass es auch nach Plan läuft. Ja, und da bin ich sehr gespannt von deinen, wenn du es denn dann hoffentlich erzählst, von deinen Berichten, erste Flüge mit dem A320. Mega spannend. Mega spannend. Sag mal, Jan, wie ist denn das bei dir auf 36.000 Fuß? Sind da keine Wolken? Ah ja, das habe ich mir gedacht. Er ist drüber. Ja, wir könnten natürlich auch auf 36.000 steigen, ne? Kann man ja aber antragen, theoretisch. Ja, könnte man jetzt auch raushauen, ne? Eurowings, 316, Inbound Test 2, Climbing, Flight Level 360. Ich glaube, das wär's. Machen wir einfach mal. Eurowings 316. Inbound Test 2 Climbing Flight Level 360. So, rauf da. So, Jan kommt jetzt langsam in den Bereich von langen Radar rein. Also wir sehen das hier vorne noch, ne? Da ist er. Knappe 36.000 Fuß, wir steigen jetzt auch. So, und ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Also wir haben, weiß nicht, vielleicht weiß das ja einer von euch. Bei Langen Radar haben wir ja jetzt zwei Radars online, einmal Charlie 1 und India 3. Welcher wird's werden? Ah, und da sehen wir tatsächlich endlich wieder Licht. Ich muss sagen, auf dem Monitor sieht das doch tatsächlich, also im Stream, deutlich dunkler aus als bei mir auf dem Monitor. Bei mir ist das noch ein Ticken heller als jetzt in der Wiedergabe. Ah, okay, C1 bzw. I3 sind Wattsim gerade. Das ist das Rating des Lotsen. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Dann stelle ich mir trotzdem die Frage, warum haben wir dann bei Langen Radar 2 Lotsen online mit zwei verschiedenen Frequenzen?
Ne, jetzt kommen die Anfängerfragen wieder, aber dafür bin ich ja da, um genau diese Fragen zu stellen. Okay, das ist dann die einfache Lösung. Langen Raider ist dann wohl so voll, dass ein einzelner Lotse es nicht alleine managen kann. Das wiederum ist auch natürlich spannend. Wie wird denn dann festgelegt? Ah ja, okay. Jan schreibt es gerade unten drunter nochmal. Also, ich wollte gerade fragen, wie wird denn dann festgelegt, wer sich auf welcher Frequenz meldet? Ja, Jan schreibt es gerade, gibt mehrere Zuständigkeitsbereiche, mehrere Sektoren, Dinkelsbühl, Gießen etc. Und dann hat man halt auch die unterschiedlichen Frequenzen, die man halt anfunken kann. Ich denke mal, dass Langen Raider uns auf jeden Fall in diesem Fall kontaktieren wird. Denn der weiß ja, wer in seinen Tanzbereich reinkommt. Ja, und theoretisch können wir hier oben jetzt wieder Anti-Ice ausmachen, ne? Wir wollen Sprit sparen. Hier sind ja keine Wolken mehr. Wir sind ja knapp drüber. Aber wir fangen schon mal an mit der Vorbereitung für unsere Landung. Ich denke, die 2-3 Left wird's werden. So, jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Na, jetzt ist es ja dunkel. Nacht, haben wir dann automatisch schon K2 oder K3? Oder ist es tatsächlich nur, wenn es regnet und mega bewölkt ist, K2 und K3? Ah ja, Jan schreibt noch, dann kommt es noch auf deine Höhe an. Manche machen es erst ab Service, machen erst Service ab Flight Level 245, manche nur drunter. Da kommst du auch noch irgendwann hinter. Ja, ich hoffe. So, weil bei ILS wären wir ja, also Cut 1, bei 338 roundabout. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz hier in unsere MyFlight-App Arrival. ATIS, wow, ist sogar online. Und dann können wir, achso, das ist ja wieder, Too Steep Path Ahead. Können wir schon mal in Richtung Performance gehen und die Approach Phase einarbeiten. Also, wir haben ein Q&H von 10.08. Wir haben eine Temperature von 11. Wir haben einen Wind. Den haben wir auch irgendwo. Da, 180.12. Na, also kurz vorher gibt der ja der Tower auch nochmal Wind. Dann machst du aber nicht noch eine Änderung hier vorne, ne? Das ist ja nur für die Performance erstmal. So, dann mal gucken, was Avatar schreibt. Hängt von der Sichtweite ab. Und die ist ja unabhängig von der Helligkeit. Ja. Also wenn es draußen dunkel ist und keine Sterne, dann, dann ist es dunkel und dann sehe ich auch nicht viel. Also dann wäre meine Sichtweite auch relativ gering. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Natürlich durch Nebel und Regen begrenzt sich die Sichtweite ja dadurch, dass in Anführungszeichen Objekte in deiner Sichtweite sind, während bei klarem Himmel und Dunkelheit die Sichtweite theoretisch nicht begrenzt ist. Nee, automatische Landung möchte ich nicht durchführen. Also ILS Cut 1... Dann wären wir bei 338 ILS. Hopp. So, 338.
So, Transition Level. Da gucke ich nochmal rein, ob er da irgendwo was drin stehen hat. Two, three, left. Transition Level 70. Okay. Ja, sieht gut aus. Departure Frequency is Unicom. Wind 170 degrees, strides and knots, will be 10 minutes, cloud overcast. Temperature 10, dew point 6. Okay, das ist eine andere Temperature. Dann wollen wir die doch nochmal eingeben. Q&H. So, aber das müsste passen. So, und jetzt muss ich auch mal gucken, ob wir nicht langsam mal irgendwie sinken müssen. Nee, müssen wir noch nicht. Gehen wir noch mal einen weiter. Ah ja, hier, hinter Arnix fangen wir an zu sinken. Das ist in Ordnung. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Kann hinten der Tomatensaft nochmal aufgefüllt werden. Aber wir können auch vorher schon runtergehen, denke ich mal. So, ich mache dann nebenbei schon mal hier meinen Navigraph, die Vorbereitung. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt gerade mal nicht spreche oder nicht so viel spreche. Ja, aber es geht in die richtige Richtung. Und Navigraph hat ja auch angekündigt, demnächst die Version 8 der Charts rauszubringen. Also diese Woche sollte es kommen, also ab morgen sozusagen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, und alle anderen, die gerade dazugekommen sind, ein herzliches Willkommen. Wir sind natürlich irgendwo über Deutschland. Blend euch das nochmal ganz kurz ein, damit ihr das auch sehen könnt. Wir sind irgendwo über Deutschland in der Mitte, fast in der Mitte. Heißt, hier ist Würzburg südlich von uns, da vorne ist Frankfurt und wir fliegen jetzt in Richtung Düsseldorf. Ja, wie Prio vorhin fragte, nee, wer war es? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer es gefragt hat. Ich glaube, René, ob wir über das Ruhrgebiet fliegen? Ja, wir fliegen natürlich auch in Teilen übers Ruhrgebiet. Ne? Und gleich fangen wir dann auch an mit unserem Descent. Und damit alles gut. Ja, und an der Stelle, wenn es euch gefällt, der Hinweis in eigener Sache, drückt gerne auf den Like-Button unterhalb des Videos. Freue ich mich drüber. Und ja, wenn ihr noch kein Abo haben solltet und mehr davon sehen wollt, ich fliege jetzt mindestens einmal in der Woche. Nächste Woche wahrscheinlich sogar noch ein bisschen öfter, also ja, vielleicht zwei oder dreimal. Und ja, und es gibt bei mir auf dem Kanal natürlich noch das ein oder andere Spiel. Das kommt
Zuletzt habe ich Manor Lords gespielt, die Demo zu einem Mittelalter-Aufbauspiel. Ansonsten findet ihr Going Medieval, Planet Zoo, Airport CEO, Project Hospital und Jurassic World Evolution 2 und viele, viele andere Spiele. Bin eher so der Aufbausimulationsmensch und liebe das Fliegen hier im Flugsimulator und arbeite mich gerade rein. Dank der tatkräftigen Unterstützung von vielen Zuschauern, die hier regelmäßig mit dabei sind, unter anderem Avia Dress, die ja heute da ist, oder aber auch Berti oder Jan, der auch mitfliegt, der ist irgendwo hier vor mir. Und ja, zusammen sind wir vorhin in Graz gestartet und landen dann auch demnächst in Düsseldorf. Mal gucken, was denn unsere Flightbar hier oben sagt. Die sagt, wir haben noch 19 Minuten. Roundabout, das sind natürlich immer ein bisschen mehr und 120 nautische Meilen, bis wir dort ankommen. Ja, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, dann seht ihr, dass der neueste öffentliche Subscriber ist von gestern Abend, ist N. Licketh. Ja, was auch immer das bedeuten soll, ich lasse das mal so hingestellt, auf jeden Fall ist er das. Oder sie. So, und jetzt können wir, oder ich, mal hier vorne so ein bisschen die Displays runterregeln. Wird jetzt auch dunkler. Oh. Dann brauchen wir das auch nicht mehr ganz so hell zu haben. Ich glaube, das blendet dann zum Schluss nämlich einfach eher mehr, als dass es uns dabei hilft, den Vogel sicher zum Boden zu bringen. Denn ich habe mir angewöhnt, und das mache ich auch bis zum bitteren Ende, den Anflug in Teilen mit dem Approach Mode zu machen, aber den Rest dann in der Regel auch selbst zu fliegen. So, wo haben wir denn das Ding? Flight Mode. Was ist denn der Flight Mode? Ne, da wollte ich nicht rein. Irgendwo konnte man doch hier die Helligkeit einstellen von dem Ding. Ja, oder so, mit Night Charts. Ist auch in Ordnung. Das sieht ihr mal, ne? Also durch die... Achtet mal hier auf den Hintergrund, wenn ich jetzt mal die Night Charts anmache. Ah, sind wir gleich weniger geblendet und alles wird gut. Allerdings erkennen wir auch deutlich weniger. Ah, da bin ich lieber geblendet und erkenne mehr. So, dann drehen wir hier nochmal ein bisschen runter. So, und dann sind wir jetzt gleich an dem Punkt, wo es abwärts geht. Bei Ametu wollen wir bei Flight Level 320 sein, exakt bei 278. Und da geht er los, unser Descent. Ja, da muss ich Avia Tress, glaube ich, zustimmen. Also nicht, dass es mich persönlich betreffen würde, weil ich halt kein realer Pilot bin. Ne? Aber wenn ich realer Pilot wäre, echter Pilot, dann würde ich mich, glaube ich, eher darüber freuen, mehr Kurzstrecke zu fliegen, weil da hat man ja wenigstens was zu tun. Ne? Also mehr Starts, mehr Landungen, das hat schon was. Ne? Klar kann ich auch verstehen, dass nach, keine Ahnung, 10 Jahren Kurzstrecke oder 15 Jahren Kurzstrecke vielleicht auch der Punkt kommt, wo der ein oder andere Pilot oder die Pilotin sagt, ach, weißt du, ein bisschen Langstrecke und doch mal zu irgendwelchen Inseln, wo es warm und sonnig ist, einen Tag über Nacht bleiben und... Einen Tag über Nacht bleiben, genau. Dach bleiben, übernachten und so ein bisschen was da sehen. Ja, warum nicht? Könnte ich mir auch vorstellen.
So, jetzt gucke ich mal, ob Jan schon in den Descent übergegangen ist. Und dazu muss ich mich selber erstmal wieder finden. Ah, jetzt ist tatsächlich alles offline gegangen hier vorne. Das ist natürlich schade. Nur noch Hannover ist online und Bremen Radar. Also, Jan befindet sich tatsächlich schon auf 24.000 Fuß. Ja, ich gehe auch schon mal ein bisschen weiter runter. Ja, deswegen steht da auch Flight Level Too Steep, Too Steep Path, ne? Ja, aber wenn man jetzt langsamer sich runtergeht, wäre alles gut. Eine gute, Daniel, einen wunderschönen guten Abend. Hat man dich auf dem T-Cast gesehen? Nee, also ich zumindest nicht. Zumindest habe ich aber auch gerade nicht hingeguckt und alarmtechnisch bist du auch nicht aufgetaucht. Wo warst du denn? Ah, okay. Du bist die Eurowings 3 Zulu X-Ray nach Köln. Warte, ich guck mal bei Watsim, ob ich dich da noch irgendwo sehe. Ach ja, da sehe ich dich. Warte, ich schalte dich mal eben dazu. Hier an der Stelle. Daniel. Boeing 738 aus Budapest nach Köln. 8000 Fuß, 305 Knoten. Naja, zumindest der Tower in Düsseldorf ist noch da. Den kann ich mir schon mal aufschreiben. Tower Düsseldorf. Okay, ja, hinter dir. Aber da musst du mich ja schon quasi überholt haben. Oder habe ich jetzt gerade den falschen rausgesucht? Warte, nee. Eurowings 3 Zulu. Ah, nee. Warte, warte, warte. Zulu X-Ray. Doch, dann bist du das hier vorne gewesen. Hast du mich etwa überholt? Das ist ja ein Ding. Mit Highspeed und Überschall an mir vorbei. Ja, verrückt. So, was kommt denn als nächstes? Kulix kommt und da will er uns bei Flight Level 210 haben. Ja, wir gehen ja schon mal runter auf 160. Ja, und theoretisch könnte ich den Descent jetzt auch wieder gemanagt machen, ne? Ah, okay. Ich bin geradeaus weiter und du bist Heading 277. Verstehe. Verstehe, verstehe. Und du hast so nah den Anschluss gesucht, dass bei mir TCAS hätte auslösen müssen? Das ist ja witzig. Nee, aber ist hier tatsächlich nicht aufgetaucht, aber manchmal sehe ich so Dinge auch gar nicht. Wenn hier nicht irgendwas piept, dann bin ich so und so verloren. Aber wir haben Kulix in ja, knapp 15 Meilen erreicht und danach kommt Anop. Ja, das passt glaube ich ganz gut. Warte, ich gucke mal. Nee, also da sind wir bei derzeit Ademi, wären wir bei
unseren 16.000. Gucken wir mal, was hier steht bei Ademi. 14.000, 15.000. Ja, da müssen wir uns doch schon wieder ein bisschen beeilen. Also, anschnallen da hinten. Seatbelt Signs on. Und wir werden mal den Descent ein bisschen beschleunigen. Ja, schön. Weißt du, ich finde das ja immer spitze, wenn du eine Stunde fliegst und dann kurz vor knapp fällt dir wieder ein, ach Mensch, ich muss noch sinken. Und dann wird es doch wieder eng. Ach, schön, ey. Ich möchte einmal mit dem richtigen Piloten fliegen, ne? Also, Aviatress, mein Angebot steht. Ich fliege mal mit dir mit. Ich weiß, du müsstest es anbieten, aber ich mache das mal vom Älteren zur Jüngeren, in Anführungszeichen. Ich fliege einfach mal mit und dann erklärst du mir unterwegs, wie das funktioniert. Nee, aber ich habe ja von meiner Frau einen Gutschein, ich glaube, zum Geburtstag oder so geschenkt bekommen. Für, wie heißt das, Aerotask. Und für einen A320-Simulator. 120 Minuten fliegen mit einem, ja, keine Ahnung, mehr oder weniger ausgebildeten Piloten. Und das will ich demnächst auf jeden Fall mal machen und angehen und da mal meine ganzen Fragen loswerden, die ich hier so habe. Ah, du bist Pilot in Ausbildung. Na, das hört sich doch super an. So, hab immer vier Stunden, meine Herren, ne, das wäre mir schon zu lang, wenn ich das immer machen würde. Morgen fliegst du von Fuerteventura, wenn ich das richtig deute, nach Düsseldorf. Und Aerotask ist so, naja. Ja, mal gucken. Genau, ich gebe bei mir auch schon mal den Tower ein. 118.300. Aber ist ja noch nicht so weit. Ich bin noch nicht ganz so weit wie du. So, wo soll man denn sein bei Domux? Welche Höhe? Flight Level 1.0. Ja, können wir mal angehen. Dann haben wir Domux genau, Flight Level 1.0.0. Und damit alles gut. So, dann gucken wir nochmal rein, ob den Q&H sich irgendwie verändert hat von der ATIS her. 10.08, so steht's da. Und hier steht auch 10.08, das passt also. Sehr gerne, Aviatress. So, wenn ich mal deinen Vornamen höre. Ich hoffe, es gibt nur eine, die dann so heißt wie du. Dann sage ich Hallo. Hallo, liebe Stewardess. Mit dem Zeigefinger nach oben. Ich habe da mal eine Frage. Die Pilotin, die heißt doch so und so. Ich kenne die und ich soll mich melden. Könntest du mir mal Hallo sagen? Und dann sagt die, was ist mit dir nicht richtig, Junge? Setz dich hin oder ich hole gleich die Fesseln und dann wirst du hier erstmal angeschnallt. Und dann ist hier Schluss mit lustig. Ja, so stelle ich mir das vor meinem geistigen Auge wieder vor. Ah, du, Jan fliegt nach Köln wegen Tower. Ist denn der Tower in Düsseldorf gerade offline gegangen oder... Oh, verdammt, tatsächlich, der Tower ist in Düsseldorf offline gegangen. Ja, das ist natürlich schade. Ah, okay, also Jan bleibt tatsächlich auf Kölle. Nee, auf Düsseldorf. So, bevor ich es wieder verpasse. Also, machen wir Anti-Ice wieder an.
Und hier bringen wir ein bisschen Licht rein. Also bei METMA bei 3000 sein. Ja, da hast du recht. Mein... Oder Secondary. Ist der Secondary nochmal ein Unterschied zum Alternate? Weil Alternate ist jetzt bei mir Hannover in dem Fall. Da hat sich gerade eine Wolkenschicht verabschiedet. Ja, und alle anderen, die gerade reingekommen sind, herzlich willkommen. Also, durch die Wolken ab nach Düsseldorf. Wir sind kurz vor der Landung in Düsseldorf. Leider ist der Tower gerade offline gegangen. Aber ILS 23 Left ist unsere Bahn, auf der wir gleich hoffentlich landen werden. Ja, und dann schauen wir mal, wie das heute klappt. So, zwar noch Ticken über 10.000, ist aber nicht schlimm. Ich mache die Landing Light schon mal an. Ja, ich hatte Unicom noch gar nicht verlassen, Jan. Genau, und Aviatress schreibt, beim Secondary Flight Plan kannst du einen zweiten Flugplan eingeben, wie der Name schon sagt, also inklusive Anflug, Performance etc. Okay, also es ist ein Unterschied zum Alternate, ne? Also es ist dann einfach der, die Alternative... Ah, siehst du, da haben wir Jan noch gerade kurz gehört. Weit entfernt. Er ist ein Ticken vor uns. So, dann hätten wir Babben gleich. Und können jetzt aber auch schon weiter runtergehen auf 5000. Welche wir bei Babben ja ungefähr haben wollen. Ich mache das immer noch händisch, obwohl wir ja auch den Managed Descent haben könnten. Allerdings habe ich da schon wieder vergessen, wie es geht. Wahrscheinlich einfach hier irgendwie nach oben drücken und der macht das dann. Oder ich müsste die Approach Phase nutzen. Ich weiß es nicht genau. Ja, das ist immer ein bisschen gruselig, ne? Wenn du nichts siehst, außer Wolken. Ah, aber da taucht doch glatt unter uns Herdecke auf und Hagen. Also Hagen ist wahrscheinlich doch schon eher die Stadt, die man eher kennt. Hier links so in dem Bereich ist Hagen jetzt da so. Ne? Wetterruhe jetzt hier vor uns. Ja, dann gucken wir mal, was dann gleich so kommt. Also Q&H hatten wir uns gemerkt, war 10.08, meine ich, ne? C08, ja, da stand's. So, C08 machen wir auch hier. Und natürlich auch da. Bevor er wieder anfängt zu meckern und sagt, wir haben eine Discrepancy.
So, und dann wollen wir bei Matt mal bei 3000 sein. Das sollten wir hinkriegen. Bam kommt jetzt als nächstes. 5,7. Das haben wir gleich. Also haben wir jetzt sozusagen. Und dann kommt gleich Metma. Und da wollen wir bei 3000 sein. Ja. Berti! Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt sind wirklich alle meine, in Anführungszeichen, meine Experten da. Zoe, Berti und Jan. Und ja, jetzt seit neuestem auch Daniel, auch angehender Pilot. Herausragend. Gleich 4 Experten auf einmal. Ich kann hier so viel lernen, es ist unglaublich. Ach, ist es schön. Also, da wird René jetzt ein bisschen traurig sein, dass er das nicht sieht, aber vielleicht sieht er das ja danach. So, also gehen wir auf 3000 runter. Speed is managed. Ice not detected. Also jetzt sollte auch keins mehr kommen, wobei hier auch noch tiefe Wolken hängen. Ich lasse es einfach mal an. Ja, und theoretisch gehe ich jetzt mal hier rein und drücke jetzt mal auf Approach Phase. War bestimmt zu früh. Aber ja, sollte die Performance jetzt dementsprechend regeln. So, und da hinten sehe ich schon blinken, also da ist die 2-3 left. Da dürfte Jan mittlerweile gelandet sein. So, sieht eigentlich ganz gut aus bislang. So, jetzt wird es wieder spannend, Leute. Es wird wieder spannend. Ja, nochmal die Hände ein bisschen schön machen. Ein bisschen locker machen. Gut, ist noch Zeit. Ist noch zu früh. Ja, genau. Jan war ein Split dabei. Vollkommen richtig. Und heute spontan aus Graz mit eingestiegen. Beziehungsweise, ja, gejoint und dann vorweggeflogen. Ja, ist natürlich noch das falsche Instagram-Logo, beziehungsweise sieht man ja nicht den Text, der dazu gehört. Das ergibt also wenig Sinn. Würde man nur sehen, wenn es weiß wäre im Hintergrund. So, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Denn jetzt geht's gleich los. Jetzt kommt der spannende Part.
So, Gear geht down. Damit ich das heute nicht vergesse, machen wir die Lichter gleich an. Flaps 1. So, Glide Slope hat er. Düsseldorf Traffic, Eurowings 316 established, ILS Runway 23 left. Gute Landung. Vielen Dank. So, Flaps 2. Nein, Flaps 3 sind wir schon. Oh, sieht das schön aus. Ich bin, also ich kann es immer nur wieder sagen, ne? Also auch wenn ihr mich für verrückt haltet, aber ich bin verliebt in dieses Programm. Okay, also, Zoe gibt nochmal den Tipp. Flaps 1, Flaps 2, Gear Down, Flaps 3, Flaps Full. Das wäre die Faustregel. Okay, die merke ich mir. Ist ja relativ einfach zu merken. Selbst für Menschen wie mich. So, und jetzt geht's gleich los. Also, noch sind wir auf Autopilot, aber gleich kurz vorher schmeiße ich den raus und mache dann den Rest wie immer selber. Ah! Moment, Moment, Moment. Spoilers. Dann gehen wir Autobrake auf Medium. Das passt. Sagen hinten nochmal Bescheid. Das passt auch. So, und jetzt haben wir alles. Ecamm No Blue oder so heißt es, glaube ich, ne? So, und wir fliegen per Hand. Oh, da kommt gleich ein bisschen Wind von der Seite. Wer hätte das gedacht? Oh, ob das was wird? Hundred above. 200. Okay. Konzentration, keine Späße mehr. Minimum. Continue. Schon wieder schwitzige Hände hier. 100. Light slope. 40, 30, 20, retard. Ah, siehst du, war zu früh. 5. War zu früh. Verdammte Axt. Zu viel gezogen und dann in den Flow übergegangen. Mann. Na gut, aber wir sind am Boden. Übung macht den Meister, wie es immer so schön heißt. In dem Fall war es nicht meisterhaft. So, zumindest sind wir am Boden. Z
Zumindest sind wir schon mal am Boden. Ja, Jan, wo hast du denn geparkt? Gleicher Parkplatz wie beim letzten Mal, oder? Ah ja, okay, der Airbus gibt unter 100 Fuß keine Gleitslope-Warnung mehr aus. Und ansonsten hättest du fast vergessen, dass es nur eine Simulation ist. Das ist doch sehr schön, dass der Microsoft Flight Simulator dich da quasi so abholt. Ich meine, die Strobes gehen aus, ne? Wenn wir hier so lang fahren. Ach, du bist bei den Alpha Gates. Okay, alles klar. Ich fahre jetzt hier zu Bravo. Das kenne ich. Da steige ich ab und zu mal ein. Wobei bei Alpha steige ich auch ab und zu mal ein. Denn hier? Kurve doch ein bisschen zu enthusiastisch genommen. Ja, steht auch keiner, den wir blenden könnten, aber ich habe es trotzdem ausgemacht. So, willkommen in good old Düsseldorf. Engine on, Engine 1 off. Engine 2 off. APU läuft ja. Da wird umgeschaltet. Herausragend. Gucken wir mal hier ganz kurz rein. So, Ground Service. Wir hätten ganz gerne die Chocks and Cones. GPU. Na, ist denn jetzt hier? External Power geht natürlich on. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir jetzt einfach mal das Dome Light anmachen. Und dann können wir die APU Bleed auch wieder ausmachen. Seatbelt Signs off. Und dann sind da hinten alle happy und zufrieden. Beacon geht noch off. Und wir sind auch happy und zufrieden. So, und wenn GSX jetzt mitmacht, dann... Mal gucken, aber wie ich GSX kenne, macht es wieder nicht mit. Doch. The boarding requested. Heute macht GSX mit. Ja, oder auch nicht. Warte, Toggle Jetway. Lass sie einfach da. Genau. So, und da sind wir. Willkommen in Düsseldorf. Zumindest die Sounds sind cool. Weil es so ein bisschen das reale Flughafenleben widerspiegelt, ne? So, jetzt gucke ich doch mal, wer hier noch was im Chat geschrieben hat. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Also, komm mal links rum. Alpha Gates, ah, zu spät, okay. Dann, früher, was stand da noch? Ein paar Tipps kann ich noch einsammeln. Gefährliches Halbwissen, oft nicht die Lösung. Ibertress schreibt, ach, passt schon, Berti, ist da alles gut und... Ja, das hatte ich schon gelesen, genau. Ui, das war eine hochmotivierte Landung, schreibt Berti. Ja, naja, es passt schon.
Genau, und die Frage, die hatte ich vorhin auch nochmal aufgeworfen. Bert jetzt gerade in den Chat geschrieben. Auf dem Taxiway ist 25 Knoten Geschwindigkeit für den A320 oder drüber. Ich meine, du hattest mal gesagt, Zoe, dass du maximal 30 fahren würdest. Aber, also mit dem A320, und Berti sagte, ja, 25 ist so vorgeschrieben. Und jetzt kommt die Antwort von Aviatress. Sie schreibt, kommt auf dem Taxiway an, im Apron-Bereich maximal 20. Auf dem High-Speed-Taxiways kann man auch schon mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Hört sich gut an. Also, wie so oft, die Lösung liegt irgendwo dazwischen. Und ich gucke jetzt nochmal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob man es gerade gesehen hat, wie wir denn abgeschnitten haben. Ich mache es trotzdem einfach nochmal an und dann sehen wir das mal. Also, wir sehen hier unsere Route noch einmal von Graz nach Düsseldorf. So sah sie aus. Wir schauen uns die Details eben an und schauen uns den Land Report an. So, also, hier vorne ist der Threshold an der Stelle, 23 Lima. Hier wäre der optimale Punkt gewesen. Ich habe leider, ja, wie wir gesehen haben, ein bisschen geflärt. Zu stark am Sidestick gezogen und dann sind wir doch ein bisschen geglitten in der Luft. Und dann sind wir hier aufgekommen. Ein bisschen rechts versetzt vom Center Point bei einer Rate von 216 FPM. Ja, also, das ist... Für meine Verhältnisse ist das schon ganz gut. Ne? Also könnte schlechter gewesen sein. Und 216, also 0,92 G, da weiß der Flieger zwar schon, dass er auf dem Boden angekommen ist und die Passagiere auch, aber sie wissen, sie ist nicht mit Ryanair geflogen. Ja. Also Berti ist happy, dass mittlerweile nicht mehr die Außen oder selten die Außen an sich genutzt wird, vor allem bei Start und Landung. Wobei, du musst zugeben, Berti, ich mache das in der Regel tatsächlich nur beim Start. Bei der Landung kommt es ganz, ganz selten vor, dass ich nochmal einen Blick nach draußen werfe. Aber, ja, was soll ich sagen? Es sieht halt einfach cool aus, wenn du kurz nach dem Start rausschaust, gell? Ja, Zoe, ich wünsche dir eine gute Nacht. Sie schreibt, ich fliege dann mal ins Bett. Gute Nacht zusammen und danke fürs Mitnehmen. Ich danke dir fürs Einsteigen. Wünsche dir einen guten Start in die Woche und ja, bis demnächst mal wieder. Ja, hier bei mir auf dem Kanal oder auch auf dem Discord. Ja, ja, für alle anderen, die es noch nicht kennen, ich habe ja auch einen Discord-Server. Steht unten in der Videobeschreibung. Kommt sehr, sehr gerne dazu. Und ja, werde Teil von der kleinen Community. Also sie ist wirklich noch klein, aber sie wird größer. Genauso wie es hier auf dem Kanal langsam mehr wird. Von daher, ja, danke an alle, die dabei gewesen sind. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Start in die neue Woche. Hier aus Düsseldorf in dem Fall. Und ja, bedanke mich fürs Mitfliegen bei dir, Jan, dass du mit dabei warst und vorweggeflogen bist. Und ja, auch wenn jetzt hier leider auf WhatsApp nicht mehr so viel los gewesen ist, haben wir doch zumindest das eine oder andere gesehen. Allen anderen auch eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Ich meine, Dienstag fliege ich wieder. Und am Donnerstag wahrscheinlich. Sehen wir uns wieder in dem nächsten Stream, wenn ihr wollt. Oder in einem der anderen Videos bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.